Letzte Woche habe ich über die Finanz- und Wirtschaft gesprochen, über einen Artikel zu Value-Märkten. Und ich habe kritisiert, dass die Finanz- und Wirtschaft empfiehlt, in Value-Märkte anzulegen. Und zwar hat sie das empfohlen, weil im Jahre 2016 die Value-Märkte, also Value-Aktien, tatsächlich sehr viel besser in der Rendite waren als die Nicht-Value-Aktien. Das war auch bei Obermatt der Fall. Wir machen ja jede Woche Top-10-Listen zu Value, Wachstum und Sicherheit, zu drei Strategien plus auch noch zur kombinierten Strategie. Und wir haben jetzt das Resultat und wir sehen, dass die Value-Strategie mit einer Outperformance von 8,6% tatsächlich die beste war. Also die Top-10-Listen bei Obermatt unter dem Thema Value haben im Durchschnitt 8,6% mehr Rendite gebracht als die entsprechenden Vergleichsindexe. Das war bei der Sicherheitsstrategie und bei der Wachstumsstrategie viel, viel schlechter. Auch die kombinierte Strategie hat nur gerade eine Überrendite von 3,1% erzielt. Nun stellt sich die Frage, sollen wir aus diesem Grund die Value-Strategie in Zukunft wählen? Und das ist unseres Erachtens fragwürdig. Denn wir können ja jetzt messen, ob auf ein gutes Value-Jahr wieder ein gutes Value-Jahr folgt. Weil wir das schon seit Jahren machen und in über 56 Märkten inzwischen Top-10-Listen zum Thema Value veröffentlichen, konnten wir über 150 Datenpunkte auswerten. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Ich zeige jeweils auf der horizontalen Achse die Value-Performance eines Marktes. Wenn man bei 80, 100 ist, dann ist die Value Performance sehr gut, das heißt, die Value Strategie hat sehr gut performt. Wenn man bei 0 bis 20 ist, heißt das, die Value Strategie war sehr schlecht in diesem Markt. Und auf der vertikalen Achse habe ich das Jahr danach abgezeichnet. Also wenn ein Datenpunkt weit oben ist, ist das wieder ein sehr gutes Jahr gewesen für die Value Strategie. Wenn er weit unten ist, bei 0 bis 25, dann war das ein schlechtes Jahr für die Value Strategie. Und wenn jetzt ein Jahr eine gute Voraussage wäre für das nächste, dann wäre das so, dass man hier alle Punkte auf einer Linie hat von 0 bis 100, so quer durch die Grafik. Und Sie sehen auf einen Blick, das ist nicht der Fall. Mit nur 4,9% ist tatsächlich die Strategie-Performance abhängig vom Jahr davor. Das heißt, wenn Sie ein gutes Value-Jahr haben, nur gerade mit 4,9% Wahrscheinlichkeit, wird es auch ein gutes Jahr werden im Folgejahr. Die Schlussfolgerung ist also falsch. Und Sie fragen sich jetzt, warum ist das so? Warum ist die Value-Strategie, die einmal gut läuft, schon im nächsten Jahr nicht unbedingt mehr gut? Das ist ein reiner Zufall. Nun, eine Antwort sieht man hier. Wir haben hier gezeigt, wie die Märkte absolut performt haben letztes Jahr, also was die absolute Rendite waren. Und Sie sehen, Nordamerika, Lateinamerika, das sind die blauen Balken, die absolute Rendite zeigen, sind am höchsten. Europa hatte die schlechteste Rendite, aber es ist immer noch über 50, das heißt, die Performance war immer noch positiv. Also so schlecht war es auch in Europa nicht, im Durchschnitt. Was passiert dann mit dem Value? Nun, man sieht das hier sehr schön. Wenn die Performance schlecht ist, dann bedeutet das, dass der Value schlechter, wenn die Performance gut ist, bedeutet das, dass der Value schlechter wird. Hier in Nordamerika, in Lateinamerika, ist der Value inzwischen am tiefsten. Sobald etwas gut läuft, sobald es eine bestimmte Strategie gut läuft, arbeitet quasi der Markt gegen die Strategie. Und es wird wahrscheinlich, dass sie nicht mehr so gut läuft im Folgejahr. Für Sie als Anleger hat das folgende Bedeutung. Sie müssen sich nicht darum kümmern, was gerade gut läuft. Es ist komplett irrelevant. Im Gegenteil, es ist sogar ein bisschen gefährlich für Sie. Denn alles, was jetzt gut läuft, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es dann in der Zukunft nicht mehr gut laufen wird. Warum? Wegen eben diesen Schwankungen, die an den Börsen passieren. Einmal läuft etwas gut, dann geht es rauf, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder runterkommt, umso größer. So ist das Leben einfacher für Sie. Sie müssen die Strategie einmal festlegen und können dabei bleiben. Viel Erfolg beim Selbstinvestieren.